Witt ist wohl Deutschlands bekanntester Zauberer. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass er über 200 Abende im Jahr auf der Bühne steht. So kennen ihn alle. Und deshalb lautet die Frage, die ihm am häufigsten gestellt wird: Was machen Sie eigentlich tagsüber, Herr Witt? Die Antwort gibt's morgen in der Hier und Heute Reportage. Alltag eines Zauberers. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, da ist das Gesetz der Bühne. Sie ist autoritär. Nicht das Bühnenbild bestimmt den Spielort, nein. Den Spielort bestimmt der, der auf der Bühne agiert. Und der bestimmt auch die Zeit. Guten Morgen. Es ist abends, 8 Uhr, Köln, Senftöpfchen Theater. Der Mann auf der Bühne ist Zauberkünstler. Er nennt sich Vitus Witt und so heißt er auch. Das hier ist für ihn der Beginn vom Ende eines langen Arbeitstages. Man sollte seine Zuschauer durch Liebenswürdigkeit benebeln. Oh, pardon, nicht vor dem Frühstück. Können Sie das nicht? Krefeld, 11 Stunden vorher. Nicht in die Küche. Nicht in die Küche. Küche ist privat. Nicht in die Küche. Nicht in die Küche. Grüner Tee. Grüner Tee hält das Leben fit. Und wir trinken sehr viel grünen Tee. Aber jetzt auch hier raus aus der Küche. Mann, das ist ja unangenehm mit dem Fernsehen. Raus hier. Küche, das ist privat. Und im Privaten will er das Fernsehen nicht dabei haben. Unten in seiner Krefelder Bauhausvilla ist alles privat. Nach oben dürfen wir mit. Da ist nicht privat. Da ist sein Arbeitsbereich. Frau Hilbert, Sie kommen. Jetzt ist sie vorgewarnt, seine Angestellte, seine Frau Hilberts. Nicht seine Ehefrau, die ist privat und hat im Fernsehen nichts zu suchen. Seine Frau Hilberts zaubert nicht. Sie macht für den Zauberkünstler die Büroarbeit. Sie beantwortet die meiste Post, Anfragen nach Auftritten, sorgt für seine Termine und organisiert seine Gastspiele. Ohne seine Frau Hilberts sei er aufgeschmissen, sagt er. Fanpost bekommt er regelmäßig und reichlich. Das ist auch kein Wunder. Schließlich hat Vitus Witt pro Jahr mehrere hundert Engagements, überall in Deutschland und auch welche im Rest der Welt. In der Druckerei will Vitus Witt den Ausdruck eines kleinen Programmheftes kontrollieren. Den Alltag eines Zauberkünstlers hatten wir uns doch etwas anders vorgestellt. Gut, das sieht jetzt nicht so nach Glimmer, Glamour, Las Vegas, Sternchen aus, nicht? Es ist ein ernster Beruf. Glamour und Sternchen, ist es das, wonach Sie sich sehnen, wenn Sie so einen Copperfield im Fernsehen sehen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, diese Art der Zauberei ist zwangsweise eine Sackgasse. Denn was soll nach höher, nach schneller, nach greller kommen? Guten Tag. Störchen? Nee? Hallo? Hallo, Frau Müller? Augenzwinkern statt Magierblicke heißt sein aktuelles Programm. Und genau so heißt die kleine Informationsbroschüre. Vitus Witt hat sie am Computer komplett selbst entworfen. Das ist für ihn kein Problem, denn er hat früher bei Josef Beuys Kunst studiert. Ach, ist das klasse. Das ist immer so spannend. Man macht was am Bildschirm und dann ist ja die Farbe vom Bildschirm nie identisch mit der Prüfgeschichte, die da rauskommt. Und die ist dann auch nicht 100% identisch mit dem, was nachher gedruckt wird, aber so einigermaßen wenigstens. Ist das denn so wichtig? Sind Sie dann nicht ein bisschen pingelig? Nee, das ist das Detail. Im Detail steckt es. Nee, nee. Aber gut, ich gucke die Sachen sicherlich kritischer an als der Verbraucher, nicht? Aber das habe ich von meinem Beruf her noch mitgenommen. Das muss so sein. Druck. Ja, das wird jetzt ein Dreierfalter, nicht? Den falte ich also so zusammen, ne? So als Handzettel wird das so gefaltet. Zickzack oder Wickelfall, wie man dazu sagt. Im Auto läuft sein Navigationssystem ständig mit. Bei seinen Tourneen eine unbezahlbare Hilfe. Nach Hause findet der Zauberer heute natürlich auch ohne. Wir sind wieder in der nicht privaten Etage, der Zauberbibliothek. Eine der größten Sammlungen von Fachbüchern weltweit. Für die Premiere heute Abend will er ein Kunststück verändern. Dazu sucht er Hinweise in einem Zauberbuch. Hier ist es endlich einmal richtig ruhig. Und das ist auch der Grund, warum es uns zum ersten und einzigen Mal gelingt, den Zauberer zu einem Kunststück zu verleiten. Denken Sie an eine Karte aus einem 52er Blatt. Nur denken. Okay?
Und das ist ja auch kein Kameraschnitt, das ist ja wirklich eine ganz tolle Situation eigentlich. Und hier ist das Kartenspiel. Hier ist das Kartenspiel. Und konzentrieren Sie auf die Karte. Ja. Und Sie müssen mir recht geben, die kennt momentan nur ein einziger Mensch, nämlich Sie. Ja. Kennt kein Mensch auf der Welt. So ist das. Und hier ist das Kartenspiel, die ganze Zeit im Bild. Ich halte es auch bewusst im Bild und klappere damit, damit man nicht denkt, ich ziehe es jetzt irgendwie aus der Kamera raus. Dann darf ich Sie jetzt bitten, nennen Sie die Karte, aber wirklich ganz überlegen Sie sich genau, welche Karte Sie jetzt gedacht haben, die laut und deutlich nennen. Es war Herz 2. Herz 2. Mhm. Die Wahl nicht nochmal verändern? Nein, nein. Nein? Ist nichts drin? Eine Karte, sagte ich, habe ich verkehrt herumgelegt. Und die liegen ja alle mit dem Bild zu Ihnen, wie Sie sehen. Bis auf eine einzige Karte, und die liegt verkehrt herum. Deutlich? Ich sehe es, die Kamera auch. Ja, kann das die Kamera sehen? Dass eine Karte verkehrt herum liegt? Und das wäre doch wirklich ein kleines Wunder, Herr Abrahamson, wenn das Ihre völlig frei gedachte Herz 2 wäre, ne? Ja. Das wäre wirklich ein Wunder. Mittags schwimmt der Zauberer. Fast jeden Mittag. 1000 Meter Kraul in einem privaten Schwimmverein in Krefeld. Geschafft? Ja. Ach, aber schön geschafft. Sind Sie nervös wegen heute Abend? Oh doch, eigentlich noch nicht so richtig. Das kommt nachher, wenn ich mich so vorbereite, die Technik erstmal betreue, aufbaue, mit dem Techniker alles abspreche, bin ich noch so in dem Trott. Aber dann fängt es langsam an. Weil dann fängt die Vorstellung bald an, dann lege ich mich noch hin, werden Sie sehen, mich ein bisschen ausruhen. Dann frage ich mal, wie viele Vorbestellungen sind, wie es ausverkauft sein wird. Und dann fängt der Flattermann an, dann steht der Herzschlag schnell bis da oben hin. Aber nur in den ersten paar Sekunden. So wie ich dann auf der Bühne bin, dann geht's. Die Haare sind wieder trocken. Das Senftöpfchen in Köln hat Witt auch ohne sein Navigationssystem gefunden. Hier hat er vor 3 Jahren schon einmal für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei bin. Ich bin heute nicht hier, der Oberbürgermeister. Machen Sie das? Ja. Der Rest des Nachmittags vergeht mit der technischen Probe. Jürgen Zurr ist gelernter Friseur, aber die Technik im Senftöpfchen bedient er schon seit 26 Jahren. Jetzt muss er sich auf die Licht- und Tonanweisungen des Zauberers einstellen. Nee, Ton 7, Gottes Willen. Jetzt sucht er den Ton 7. Okay. Also bis nachher. Gut. Und dann Bühnenlicht aus, Saallicht an. Nur noch eine halbe Stunde bis zur Premiere. Witt zählt die Zuschauer. Dabei ist es dafür viel zu früh. Hier wird gleich jeder Platz besetzt sein. Fast 200 Besucher. Und 3 Abende folgen noch. Damit beginnt das Ende des langen Arbeitstages des Zauberers. Und von jetzt an verzaubert er tatsächlich. 120 Minuten lang.